Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge Fallout New Vegas. Wir machen genau da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ihr habt wie immer absolut gar nichts verpasst. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, dann klickt jetzt oben rechts auf die Infobox und schaut euch das ganze Ding nochmal an. So, wir stehen immer noch auf dem Dach der Bar in der Outpost-Baracke, im Mojave-Outpost, und sprechen jetzt mit Ghost. Denn wir müssen storymäßig jetzt über Nipton nach Novak gehen und ich weiß, dass die liebe Ghost uns gleich einen Auftrag in Nipton gibt. Also quatschen wir sie erstmal an. Sind Sie Kurier? Falls ja, könnte das Ihr Glückstag sein, wenn Ihnen ein Fußmarsch nichts ausmacht und Ihre Augen gut sind. Naja, laufen können wir gut, würde ich sagen, ne? Hängt von der Arbeit ab. Es gibt wohl Probleme in Nipton. Kein Verkehr von dort auf den Straßen. Das kann man zwar irgendwie erklären, aber den Rauch über der Stadt nicht. Da ist sicher was passiert. Ich muss nur wissen, ob es Überlebende gibt. Könnte die Pulverbande gewesen sein bei all dem Rauch in der Luft. Wenn da noch jemand ist, dann sicher im Rathaus von Nipton. Gehen Sie dorthin, schauen Sie nach und lassen Sie mich wissen, was Sie finden. Okay. Nun gut. Sieh mal einer an, wie motiviert Sie sind. Wenn der Rest hier doch nur Ihre Einstellung hätte. Hören Sie, ich will nicht, dass Sie hierfür draufgehen. Wenn es dort Probleme gibt, will ich, dass Sie sich umsehen, nicht Ihr Leben riskieren, okay? Okay. Gibt es Neuigkeiten? Schon gut, ich gehe jetzt lieber. Vorsicht auf der Planke, wenn Sie rausgehen. Ich versuche, die ganze Story hier halt so kurz wie möglich zu halten, nicht großartig rumlabern mit irgendwelchen Leuten jetzt. So, was wir aber nicht vergessen dürfen ist, da wir sowieso nachher wieder hierher zurück müssen, dass wir beim nächsten Aufleveln ein paar Punkte in Feilschen investieren müssen. Denn wir müssen ja immer noch die Sheriff-Mission erledigen. Sprich, die RNK überreden, dazu überreden, den Sheriff für Prim zu stellen. Und dafür müssen wir halt neue Puppen nach Prim schicken. Sonst wird das nichts. So, jetzt gucken wir mal eben, ob wir uns irgendwo hin teleportieren können, dass wir nicht ganz so weit laufen müssen. Rastplatz Nipton Road. Naja, wenigstens etwas. Und von da aus ist es dann auch nicht mehr ganz so weit nach Nipton. Einfach nur dort die Straße runter. Das Dörfchen da hinten dürfte dann schon Nipton sein. Achso, da müssen wir sowieso einmal drum rumlaufen. Ja, und wie immer gilt natürlich, falls irgendwelche ganz, ganz langen und langweiligen Laufwege entstehen, in denen nichts passiert, die werde ich für euch selbstverständlich rauscutten. Das ist doch jetzt der richtige Weg, oder? Nicht, dass wir auf einmal in Camp Searchlight landen. Da wollen wir nicht hin. Das ist verstrahlt. Weil wir da später wahrscheinlich eh noch hinkommen. Okay, da vorne steht ein Riesenskorpion. Haben wir noch etwas Besseres als die 9mm am Start? Ja, die 357er. Der braucht auch 357er. Aber wir haben so viel Dynamit. Das nehmen wir jetzt einfach mal. Oh, Ameisen sind hier auch. Ich glaube, der Skorpion ist tatsächlich tot. Haben die den umgebracht? Wir werfen einfach mal so ein bisschen mit Dynamit um uns. Zack. Oh, da hinten sind noch ein paar größere Ameisen. Aber aktuell ist niemand hinter uns her. Okay, dann wechseln wir erstmal wieder auf die 9mm. Ich spiele am liebsten mit Handfeuerwaffen im Übrigen, ne? Also Semi-Automatik-Waffen quasi. Wäre jetzt wieder was? Keine Ameise da. Schnell erledigt das Thema. Oh, will die zu uns? Ne, die dreht wieder ab. Was ist hier?
brennt ein Feuer. Nie ein gutes Zeichen. Kann durchaus sein, dass hier Gegner sich verstecken. Was machen wir jetzt? Irgendwas ist hier aber. Ja, die 9mm macht jetzt auch nicht den besten Schaden. Gucken wir, ob wir im Bett irgendwas treffen. 21%. Komm, schießen wir ins Bein. Können wir den auch treffen? 26%. Vielleicht auch noch zwei Schüsse ab. Oh ja. Ja, getroffen haben wir sie beide, hat aber nicht viel gebracht. Werden hier zusammengeschossen. Brauchen ein bisschen Deckung. Kommen wir von allen Seiten. Okay, wir müssen uns heilen, sonst sind wir gleich tot. Wir haben auch kaum noch Stimpacks. Das ist echt scheiße. Was halten die denn aus, verdammt nochmal? Na los da! Alter Schwede. Das war mal ein lustiger Kampf. Jetzt hoffe ich, dass die auch ein bisschen Munition droppen oder sowas. 10 Millimeter, ist gut. Brauchen wir nicht. Korken nehmen wir mit. Lederrüstung. Den nehmen wir jetzt erstmal nicht mit. Oh, Stufenaufstieg. Sehr schön. Das nehmen wir auch mit. Das auch. Jet auch. Können wir verticken oder verschenken. Feldmetall brauchen wir erstmal nicht. Lecker. Sieht gut aus, oder? Leguan am Stiel. Nein, danke, sage ich mal. So, mal gucken, ob die hier noch irgendwas versteckt haben in irgendeiner Truhe oder so. Nö, hier ist nichts. Also weiter. Immer schön auf der Straße bleiben, weil ich habe auch keinen Bock, großartig den Ameisen oder Skorpionen hier in die Arme zu laufen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Das kam jetzt aber spät mit dem Stufenaufstieg. Also, ich meine, 25 brauchen wir falschen. Das haben wir damit erstmal erledigt. Wissenschaft pushen wir mal ein bisschen hoch. Und Sprache machen wir auf 35. Na komm, mit Überleben machen wir auch noch ein bisschen hoch. So, neue Fertigkeiten oder Fähigkeiten können wir halt erst beim nächsten Stufenaufstieg auswählen. Ne? Sagte ich ja schon, ist nur bei jedem zweiten. Achso, ich dachte, das wäre ein Händler oder so. Anführer der Schakale. Nix führst du mehr an. Die rennt weg. Warum rennt die jetzt weg? Keine Ahnung. Soll mir aber auch recht sein. Sind ist gut. Nehmen wir mit. Können wir auch verkaufen. Haarklammer, Jet, Korken. Den Rest brauchen wir nicht. Ruckelt das denn hier gerade so? Haben Sie das gesehen? Gott. Der Kerl wollte mich umbringen. Alles in Ordnung? Jetzt ja. Ich war gerade auf dem Weg nach Westen, als dieser Verrückte aus dem Nichts kam und auf mich schoss. Er brüllte irgendwas von Sternen oder so. Können Sie was damit anfangen?
Na komm. Was bitte? Naja, egal. Ich sammle mich jetzt kurz und bin dann wieder weg. Danke nochmal. Ich glaube, die geht gleich noch auf uns los, weil die sucht nämlich auch diese Sunset Sarsaparilla. Was ist denn los? Sunset Sarsaparilla Sternkorken. Siehste? Macht Spaß! Trottel, sagt sie. Das wusste ich, dass die sich nochmal umdreht. Das war mir irgendwie geläufig. 10 mm, zack, Raider-Steppenrüstung brauchen wir nicht. Aber 9-mal Sternkorken, das ist gut. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. So, angekommen in Nipton sehen wir Rauchschwaden. Und ein Pulver, der auf uns zuläuft. Jawohl, wer hat in der Lotterie gewonnen? Ich. Wie gut diese Luft riecht. Besser als der beste Schnaps. geht es Ihnen gut? Soll das ein Witz sein? Mir ging's nie besser. Jawohl! Kommen Sie aus dieser Stadt dort drüben? Welche Lotterie? Die Lotterie natürlich. Das habe ich gar nicht gefragt. Die einzige Lotterie, die zählt. Oh mein Gott, die Luft riecht traumhaft. Okay, der Typ, der hat sie definitiv nicht mehr alle. Pulverbandit? Was? Ich meine, klar, früher mal. Aber jetzt nicht mehr. Die Pulverbande backt kleine Brötchen. Ich bin ein Lotteriegewinner. Ja, alles klar. Bis später. Eingehauen. So, ich würde sagen, wir schauen uns erstmal so ein bisschen um hier. Checken, was hier los ist. Okay, da hockt einer. Leere Sunset Sarsaparilla Flaschen. Die Vertreterwoche. Kann dich schaden. Er ist leer. Verschlossen, leicht. Na komm, wir quatschen erstmal mit dem. Nicht, dass der noch auf uns losgeht oder so. Was ist denn das für ein Scheißspiel? Erst zerschmettert man meine Beine, dann taucht auch noch der Schrecken der Pulverbanditen höchstpersönlich auf. Was haben sie bloß gegen uns? Wenn sie mich verdammt nochmal tot sehen wollen, dann geben sie mir 15 Medics und ich setze mir den goldenen Schuss, ja? Scheiße auch! Was ist in dieser Stadt passiert? Passiert? Die Legion ist passiert. Oder wie sieht die Kacke sonst aus? Hey, warum sind sie hier? Keine Ahnung, mir gefällt's hier einfach. Was glauben Sie, Arschloch, denn? Der Preis für den zweiten Platz war, ich durfte leben. Aber meine Beine wurden mit Hämmern zertrümmert. Ich bin ein verdammter Krüppel, klar? Quatsch! Sie wollen bloß... Ich hab keine Medics. Verpiss dich. Durch Glück. Ich hatte einfach verdammtes Glück. Vor Ihnen steht der Zweitplatzierte der Nippen-Lotterie. Dieses Arschloch Swanick belegte den ersten Platz und durfte gehen. Wir kamen nicht unbedingt nach Nippen, um daran teilzunehmen. Wollte mit meiner Mannschaft ein paar RNK-Trooper kidnappen, die die Stadt besuchen. Hatten schon alles mit dem Drecksack von Bürgermeister abgesprochen. Wir wollten Lösegeld und ihre Waffen behalten. Ein gutes Geschäft. Und war das der Plan schiefgegangen? Wir waren gerade in Position gegangen, als wir plötzlich von diesen verdammten Legion-Freaks umzingelt waren. Sie schleppten uns und alle anderen in die Stadtmitte. Dann ließ sich das Arschloch mit dem Hund auf dem Kopf darüber aus, wie böse wir doch wären. Er sagte, wir müssten für unsere Taten bestraft werden, wenngleich nicht alle von uns. Und dann bekam jeder sein verdammtes Lotterielos. Was glauben Sie denn? Er begann, die Lose zu ziehen und die Bestrafung festzulegen. Zuerst kamen die glücklichen Verlierer dran. Sie wurden geköpft. Okay. Darum wohl auch glücklich, denn das ist recht schnell vorbei. Dann kamen die Kreuzigungen. Und die dauerten und dauerten. Die Drittplatzierten wurden versklavt. Mir hat man die Beine gebrochen und der Erstplatzierte durfte gehen. Was ist mit dem Bürgermeister passiert? Als sein Los an die Reihe kam, hat man ihn auf einem Reifenstapel lebendig verbrannt. Okay. Die erwähnten, dass einige Leute versklavt wurden. Ja. Eine Gruppe dieser Legion-Säcke hat sie sofort weggebracht. Sie wurden nach Osten gebracht, falls sie Heldenmut verspüren. Ich werde tun, was ich kann, um sie zu retten. Aha, ja, komm. Tun Sie nicht so, als würden Sie mir einen Gefallen tun. Mir ist das scheißegal. Ich meine, da kommen wir sowieso irgendwann dran vorbei.
Zeit, dass ich gehe. Bis später. Bis später, okay. So, dann knacken wir jetzt mal die Tür hier. Wenn wir es denn schaffen. Haben wir noch Haarklammern? Ja. Geht doch. Was gibt's hier? Dafür habe ich jetzt die Tür geknackt? Ist doch gar nicht. Das ist ein Safe. Schreibtisch leer, Mundharmonika, braucht kein Mensch. Oh, Safe ist sogar offen. Gut. Gut, Laserpistole kann man auch mal mitnehmen. Trinken, ja, ist klar. Ich saufe hier jetzt verstrahltes Wasser aus der Badewanne oder was? Geht's noch? Was? Stimpacks könnten wir mal gebrauchen. So, wir gehen jetzt erstmal noch ein Stück weiter in die Stadt rein. Also wir looten hier mal gerade so ein bisschen durch. ja, wir looten hier so ein bisschen durch und dann, da wir ja schon gelevelt haben, gehen wir auf jeden Fall als nächstes wieder zurück in die Baracke. Und sehen mal, dass wir die anderen Missionen da fertig bekommen. Das nehmen wir alles mit, das kann man verkaufen. Gibt's hier nichts Interessantes? Danke, Zigaretten können wir auch verkaufen. Oh, das sind Sternkorken. Sehr gut. Was war da? Toll, ein Aschenbecher. Muss man einen Aschenbecher, wahrscheinlich noch einen gebrauchten, in einem Aktenkoffer unter dem Bett verstecken. Das ist ganz wichtig. Nicht, dass noch wer um den Aschenbecher rangeht. Oder hinten ist auch noch... Oh, da sind Skorpione. Da hinten. Da ist auch noch ein Haus. Was jetzt? Sind hier Gegner? Kampfmusik, aber keine Gegner. Hier ist alles leer. Mundharmonika brauchen wir nicht. Spielzeugauto brauchen wir auch nicht. Okay, hier gibt es anscheinend nichts. Der Skorpion will was von uns. Zack, zwischen die Augen. In your face. So, was haben wir hier? Eieiei, ich hoffe, das Ding geht nicht auf. Was war das? Boah. Eine Gewehrfalle. Was? Kann ich nicht auseinandernehmen. Glittermine, sehr gut. Legionsohr. Legionsrekrutenrüstung. Ja, brauchen wir nicht. Währung. Lebensessenz. Okay. Nehmen wir mal mit. Wer weiß, wozu es gut ist. Das ist fies. Hier ist noch eine Falle. Da ist noch eine Mine. Ja, die Falle hat uns jetzt, glaube ich, nicht getroffen. Alter! Geht das Ding einfach hinter uns auf?
Das. Nein, sehr leicht. Granatengewehr und 40 mm Granaten. Sehr gut. Alles verschlossen hier. Aber alles zum Glück nur so leicht, dass wir es auch aufkriegen. A-Klammer. A-Klammer, sehr gut. Der. Auch verschlossen. Und da los. Echt? Verschlossen und nichts drin? Wollt ihr mich verarschen? Achso, da waren wir schon. Ach, das war der Türöffner für den Skorpionkäfig, glaube ich, war? Deswegen. Klack, klack. Aha. Interessant. Die, ne? So, mehr scheint es ja dann auch nicht zu geben. Oh, hier hängen die Gekreuzigten alle. Er kommt schon auf mich zu. Ich wollte erst noch ein bisschen looten, aber ich denke, wir sollten mal mit ihm quatschen. Keine Bange. Ich werde sie nicht ans Kreuz nageln lassen, wie diese anderen Degenerierten. Es passt mir gut, dass sie vorbeischauen. Ich möchte, dass sie sehen, was mit den Bürgern Niptons geschieht. Sich an jede Einzelheit erinnern. Und dann, wenn sie weiterziehen, dann sollen sie jedem, dem sie begegnen, von der Lektion berichten, die Caesars Legion hier erteilte. Ganz besonders RMK-Truppen. Mhm. Werde tun, was sie verlangen. Okay. Wir fragen erstmal, was hier passiert ist. Wo fange ich da an? Dass sie schwach sind und wir stark? Das war ja nichts Neues. Aber das Ausmaß ihrer moralischen Verderbtheit, ihrer Verkommenheit, Nipton ist das perfekte Schulbeispiel. Nipton war ein verruchter Ort. Schlecht und verkommen. Jeder bekam, was er wollte, solange er dafür zahlte. Horden von Verderbten, Pulverbanditen, Männer der Legion wie ich. Den Leuten hier war alles gleich. Es war eine Stadt voller Huren. Mhm. Für ein Almosen lockte die Stadt alle, die sie beherbergt hatte, in eine Falle. Erst als ich sie zuschnappen ließ, begriff man, dass man mit drin saß. Ich habe genug gehört. Ich denke, Ihre Augen werden mehr sehen, als ich Ihnen je erzählen könnte. Nehmen Sie sich... Macht er jetzt? Die hauen jetzt einfach ab, oder was? Okay. Na gut, dann... looten wir hier noch kurz fertig. Und dann gehen wir wieder in die Baracke zurück. Wein, Wodka. Ganzen Alk erstmal mitnehmen. Her. Lange Zigaretten, kann man immer wieder gebrauchen. In dem Haus da vorne waren wir, glaube ich, auch noch nicht drin. Da gucken wir auch noch mal eben rein. Borken. Es ist halt auch oftmals einiges an Müll, was hier so rumliegt in den Häusern, ne? Also... vieles, was man so überhaupt nicht gebrauchen kann, wie ihr seht. So, dann checken wir noch eben das Rathaus ab. So, jetzt gab es einen kleinen Cut, das habt ihr vielleicht gemerkt. Das liegt daran, dass das Spiel gerade abgestürzt ist, als ich in das Rathaus reingehen wollte. Ich weiß nicht warum, aber dieses Spiel stürzt tatsächlich des Öfteren mal ab. Sollte man eigentlich nicht meinen bei einem
mittlerweile so alten Spiel, was doch eigentlich schon sehr finalisiert ist. Oh, Vorsicht, Mine. Ach! Dreck! Das war zu spät. So, erstmal die Verkrüppelung wieder lösen. Shit. Wir brauchen dringend Stimpaks. Warum liegst du hier oben auf dem Tresen? Ich hoffe, wir finden jetzt hier drin ein paar Stimpaks. Oh, ich sehe den Gegner auf meinem Schirm. Siehst du hier keinen Erste-Hilfe-Kasten, ey? Oh, da ist was. Legionsmischling? Okay, also vorsichtig. Ja, schwer können wir nicht öffnen. Hier ist auch nix. Hinten ist noch ein Legionsmischling, da auch. Einiges los hier mit Gegnern. Also noch reichen unsere Angriffe dafür aus, dass sie uns nicht zu nahe kommen. Mal gucken, wie lange das gut geht. Naja, Munition haben wir auf jeden Fall erstmal genug. Warum sind wir hier nochmal reingegangen? Hier gibt es ja nur Scheiße. Wirklich nur. Hier ist ja nichts. Ein Korken. Den können wir gar nicht aufmachen. Der. Er hat sich hier gemütlich gemacht. Sehr uninteressant hier alles. Gucken, vielleicht finden wir in der oberen Etage irgendwas, was uns interessieren könnte. Die ganzen toten Leute, die hier rumliegen, haben natürlich auch nichts auf Tasche, was wir gebrauchen können. Was? Wollt ihr denn hier? Ist der tot? So aus. Ich wollte gerade sagen, einer ist mindestens noch hier. So, jetzt sehe ich nichts Rotes mehr auf meinem Kompass. Korken. Oh, shit. Ach, nicht schon wieder. Muss echt besser aufpassen. Ich brauche Stimpaks. Oh, warte mal. Sunset Sarsaparilla haben wir doch noch im Gepäck, ne? Das gibt doch auch. Das gibt doch auch. Was haben wir da? Ah, das bringt uns halt auch Red. Ah, das bringt uns schon mal wenigstens wieder ein bisschen auf Kurs. Leer. Aufpassen, nicht, dass wir wieder auf eine Mine latschen. Leer.
Wirkung von Sunset Sarsaparilla hat nachgelassen. Wer hätte es gedacht? Jetzt noch eine Etage höher. Die brauchen wir eigentlich. Oh, guck mal, da gibt's was. Einschussflinte. Ich gerade gesagt, Wirkung von Sunset Sarsaparilla hat nachgelassen. Stimmt doch gar nicht. Haben wir doch gar nicht getrunken. Wir haben doch aufbereitetes Wasser getrunken. Dann geht's wieder ins Erdgeschoss. Ne, wir wollen noch einen höher. Wahrscheinlich die Chefetage, da sage ich doch, Staines Büro. Na gut, mitnehmen. Mitnehmen. Oh shit, wir sind überladen. Wir sind überladen. Dann müssen wir uns mal irgendwas reinziehen. Aufbereitete Wasser ziehen wir uns rein. Wobei, das hat ja alles sowieso gar kein Gewicht. Nicht wirklich. Oh, die Sunset Sarsaparillas, die haben Gewicht. Scheiße. Dann ziehen wir uns davon jetzt mal welche rein. So, dann kriegen wir wahrscheinlich auch ein paar Sternkorken dazu. Da, seht ihr, oben links aufgeploppt gerade. Dann nachladen wir wenigstens ein bisschen Energie wieder nach. Jetzt sind wir auch nicht mehr überladen. Quatsch, Whisky. Müssen wir zusehen, dass wir nachher einen Händler finden, wo wir einiges an Stuff verkaufen können, auf jeden Fall. Zigaretten. Wusste ich gar nicht mehr, dass die Sunset Sarsaparilla so schwer sind. Klar, wir hatten natürlich auch einige davon, ne? Ah, der nächste. Bitte Stimpack. Scheiße. Oh, Psycho nehmen wir mit, können wir verkaufen. Soll ich mit schmutzigem Wasser? Ja, kann ich irgendwie aufbereiten, aber... Ja. Oh, Kriegsgeld. Oh, Magnum-Patronen, sehr gut. Sunset Sarsaparilla. Werkzeugschrank. Sarsaparilla. Okay. Waffenschrank oder so wäre mal ganz cool, ne? Mayer. Okay. Sehr gut. A-Klammern kann man nie genug haben. Laserpistole, Energiezelle, Energiezelle. Ammelstrahler. A-Klammer. Lotteriescheine brauchen wir wohl nicht. Das? Große Buch der Wissenschaften. Oh, das nehmen wir mit. Denn... ich meine, Buffs aus Büchern... halten dauerhaft, im Gegensatz zu genau, Wissenschaft um 3 erhöht. Im Gegensatz zum Magazin halten Bücherbuffs dauerhaft. Dance Terminal. Reset der Zentralrechnerverbindung. Gefängnisausbruch. Tony war so nett, dieses Terminal zu bauen und für mich einzurechnen und das für 30 Kronkorken Guthaben bei Rosie. Ha! Das Leben als Bürgermeister gefällt mir. Gut, dass ich nicht weiter nach Osten gegangen bin. Hier verdiene ich eine Menge Kronkorken mit Rosie und Sylvia, denen die Soldaten aus dem Mojave Outpost sehr interessiert sind. Wenn man lange genug in dem Nest herumsteht, vergnügt man sich wohl gerne mit etwas, das wie eine Maulwurfsratte aussieht und auch nicht viel besser riecht. Und die örtlichen Läden treten mir einen Anteil an ihren Verkäufen an die Soldaten ab. Da es meine Mädchen sind, die sich hierher bringen. Ha! Sie sind der Meinung,
dass sie gefälscht haben, weil ich mich mit 15% statt mit 20% zufrieden gegeben habe. Noch ein Jahr in diesem Loch, höchstens zwei, und ich kann zurück in den Hub. Vielleicht kann ich dort als Bürgermeister kandidieren. Ha! Bürgermeister Joseph B. Stain. Er sagt zu oft, ha! High Roller. Eine vielversprechende Entwicklung, wenn ich das so sagen darf. Es scheint, dass die Dinge in der RNK-Justizvollzugsanstalt im Norden komplett aus dem Ruder gelaufen sind. Und jetzt machen entlaufene Häftlinge die Gegend unsicher. Klingt erstmal nicht so toll, aber das ist. Aber gut, dass es meine Wenigkeit Bürgermeister Joseph B. Stern gibt und ich mit politischem Scharfsinn und zwischenmenschlichem Einfühlungsvermögen gesegnet bin. Ich habe die Jims ausgesandt, um Kontakt mit den Gefangenen oder vielmehr der Pulverbande, auf diesem Namen bestehen sie, aufzunehmen und ihnen mitzuteilen, dass Nipton zu einem Handel bereit ist. Als Gastgeschenk gibt es kostenlose Nummern mit den Mädchen. Ah. Sie sind natürlich auf das Geschäft eingegangen. Das hat Little Jim gut hinbekommen. Big Jim, nun ja, er ruhe in Frieden. Ich sehe hier eine Menge Potenzial, solange ich die RNK-Truppen und die Pulverbande, lächerlicher Name, voneinander fernhalten und Schießereien auf der Straße verhindern kann. Glücklicherweise kommen die Soldaten nur nachts. Wortspiel. Falls die Pulvermanditen also nur tagsüber kommen, Encore, kann ich für ein flüssiges Kommen aller guten Dinge sind drei und Gelen sorgen. Mit vertraulichen Grüßen, Bürgermeister, leck mich am Sack. Teste, keine Ahnung, was testet man? Ich kann mein Glück nicht glauben, ich bin absolut fassungslos. Gerade wurde ich von einem ziemlich angespannten jungen Mann namens Mr. Fox, ja klar, angesprochen. Nachdem wir alleine in meinem Büro waren, teilte er mir mit, dass er ein Mitglied von Caesar's Legion sei. Er wusste, dass er in K-Truppen und Pulverbanditen oft Zeit in Nippen verbringt. Es stellte sich heraus, dass die Legion beide Gruppen hasst und ein Exempel an ihnen statuieren möchte. Der RNK aus offensichtlichen Gründen an den Pulvermanditen, weil sie Überfallkommandos der Legion diesseits des Flusses belästigen. Ich musste keine Sekunde überlegen, bevor ich seinen Vorschlag annahm. Nun muss ich nur die Pulverbande überreden, nachts RNK-Soldaten zu entführen. Wenn beide Gruppen sich gleichzeitig in der Stadt befinden, schlägt die Legion zu. Ha! Und für diese einfache Aufgabe werden mir 8000 Kronkorken angeboten. Ich könnte fast direkt in die RNK zurückkehren. Aber wer weiß, wie viel ich noch aus diesem Legionslakaien rausholen kann. Ich werde mal ein paar Vorräte in einem Unterschlupf zwischen hier und dem Mojave-Outpost sammeln, für den Fall, dass ich schnell nach Hause zurückkehren möchte. Sehr aufregend. Unterzeichnet mit ruhiger Hand auf der Tastatur. Ja. Also, ist der Bürgermeister tatsächlich dafür verantwortlich, dass hier dieses Massaker passiert ist? Scheiße, wir kriegen die Tür nicht auf. Naja, vielleicht kommen wir später nochmal zurück. Vielleicht. So, also, der Bürgermeister ist schuld, dass das passiert ist. Denn der hat seine Bürger quasi verkauft an die Legion. So, wir gehen jetzt wieder raus. Ich könnte mich auch porten, zurück in den Outpost. Weil er sagte irgendwas von Vorräten, die er versteckt hatte. Irgendwo zwischen hier und dem Mojave Outpost. So, jetzt ist nämlich die Frage, wo dieser Unterschlupf ist. Der kann ja nur... Vielleicht bei der Autowerkstatt, wo die Raider vorhin waren. Haben wir uns da vielleicht nicht genug umgeschaut? Ein Unterschlupf zwischen hier und dem Mojave Outpost. Okay, ich werde jetzt definitiv nicht hier durch die Einöde marschieren. Zum Mojave Drive-In will ich sowieso nicht, denn da wird eine DLC-Mission getriggert. Ich habe das schon mal versucht, vor sehr langer Zeit. Glaub mir, aus den DLC-Missionen kommt man so schnell nicht wieder raus. Wo läuft er denn hin? Ja, da würde ich aber nicht langlaufen, Kollege.
Das ist ein bisschen sehr gefährlich, was du da machst. Hatten wir da vorhin eigentlich reingeguckt? Auf der Seite weiß ich, dass wir da waren. So nicht reingeluschert. Und guck mal, da ist eine Munitionskiste. Verschlossen leicht. Toll, Splittergranate. Naja, nehmen wir trotzdem beide mit. Vitamine. Auch mit. Ansonsten ist hier nichts. Da oben ist schon die Baracke. Okay, dann porten wir uns doch wieder zurück zum Outpost. Und dann erzählen wir erstmal Ghost, was wir gefunden haben. Und im Anschluss werden wir nochmal zu Major Knight gehen. Ich glaube, Major Knight war es, ne? Nicht, dass ich jetzt mit dem Dienstgrad durcheinander komme. Und werden ihn überreden, dass er Truppen nach Prim schickt. Waren Sie schon im Rathaus von Nipton? Die Rauchfahne wird nicht kleiner. Mhm. Nipton wurde von der Legion angegriffen. Die Legion? So weit im Westen? Das ist doch wohl ein verdammter Witz. Nein. Oh, verdammt. Das ist nicht außerhalb der Grenze. Sie rücken an und das schnell. Nipton war nicht die freundlichste Stadt, aber... Nun gut. Danke, dass Sie sich das für mich angeschaut haben. Leider beruhigt mich das nicht sehr. Ich bin jetzt angespannter als je zuvor. Ja, das ist dein Problem. Ich wollte nicht der Überbringer schlechter Nachrichten sein. Wenn das alles war, was Sie wollen, dann mache ich mich auf den Weg. Ja, komm. Wenn Sie die Stadt nicht angesteckt haben, müssen Sie kein schlechtes Gewissen haben. Die Lage wird noch viel übler, bevor das Jahr rum ist. Nun, danke, dass Sie den Weg gelatscht sind, auch wenn es schlechte Neuigkeiten waren. Hätten wir doch nur genug Truppen, aber wir müssen ja hier bleiben. Die beschissene Mojave geht vor die Hunde und ich kann hier nur rumsitzen und dabei zusehen. Ja, das tut mir leid. Das tut mir leid, aber da kann ich nichts dran ändern. So, nochmal zu Major Knight. Willkommen zurück zum Programm. Hier spricht Mr. New Vegas. Sie haben schon viel Gutes getan und... Ja, das wissen wir schon. Ich möchte mit Ihnen über Prim sprechen. Ja, wissen wir auch schon. Hey, es hat zu wenig Leute und bittet um Unterstützung. Ich würde ja helfen. Falschen 20 nur? Dann hätten wir es ja doch vorher schon machen können. Das kann aber nicht sein. Das war vorher rot hinterlegt. Das erscheint mir schlau. Ich werde eine Einheit per Funk nach Prim schicken, um denen dort zusätzliche Unterstützung zu bieten. So, auf Wiedersehen. Sir? Okay, das heißt, wir könnten jetzt wieder zurückgehen zu... Na, zu seinem Kollegen in Prim. Jetzt habe ich den Namen. Hayes. Lieutenant Hayes. Können wir wieder zurückgehen, um die Mission, ich will den Sheriff als Mann, abzuschließen. Das werden wir auch gleich noch tun. Aber erstmal will ich gucken, dass wir vielleicht hier noch ein paar Sachen verkaufen können. Er hat aber auch nur 984 Deckel. So, wir schauen erstmal, dass wir ein bisschen was loswerden. Nee, anders. Anders. Erstmal gehen wir in unser Inventar und schauen bei den Waffen, dass wir irgendwelche Waffen erstmal reparieren können mit anderen Waffen. So sparen wir auch schon mal ein bisschen Gewicht, ne? Das können wir nicht reparieren, das auch nicht. Einschussflinte. Mal mit der anderen Einschussflinte reparieren. Ampatronenwaffe, Granatengewehr. Karawanenschrotflinte, Laserpistole.
Gibt es übrigens auch EP für oder XP, wie immer ihr es nennen wollt, wenn man viele Sachen repariert. Okay. Kleidung. Haben wir sowieso nicht viel mit. Was sagt denn unser Gewicht? 187 von 225. Das ist immer noch ein bisschen viel. Wir sehen mal zu, dass wir jetzt was verkaufen. So, Munition verkaufen wir natürlich nicht. Munition kann man immer gebrauchen. Hier, Absinth, weg. Ameisenfleisch, weg. Ameisennektar. Atomcocktail. Bier. Bittertrank. Paket behalten wir. Tagebuch behalten wir auch. Wobei, wir haben es ja gelesen, eigentlich können es auch weg. Aber bringt uns da halt auch kein Geld. Wiegt es denn was? Nee, wiegt auch nichts, also scheißegal. Wiegt auch nichts. Behalten wir. Eine Miet 40 ist auch echt ein bisschen viel, ne? Davon verkaufen wir mal die Hälfte jetzt. Dynamit mit langer Lunte kann komplett weg. Einschussflinte ist eigentlich auch Pillepalle, weil die macht kaum Schaden. Aber wir behalten sie erstmal noch. Behalten wir auch. Das behalten wir auch. Jet kann weg. Behalten wir. Laserpistole verkaufen wir. Ich stehe nicht auf Laserpistolen. Batteriescheine kriegen wir Geld für, warum auch immer. Mentals. Coca-Cola, die saufen wir nicht, weil die gibt Red. Psycho macht süchtig. Wir haben 6 Reparatursätze. Oh, können wir trotzdem behalten. Die sind echt weg. 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 Hast du noch Geld? Ja, ne? Stealth Boy behalten wir für später. Das behalten wir auch. Super Stimpack. Ist auch eine Droge. Die kann eigentlich weg. Akzeptieren. Jetzt hat sie nämlich kein Geld mehr. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir irgendwas von ihr kaufen können noch, bevor wir weiter verkaufen. Einfach mal so ein bisschen Handel treiben, ne? Arzttasche nehmen wir mit. Auf. Was war das jetzt? Noch aufbereitetes Wasser. So richtig tolle Sachen hat, die halt auch nicht, ne? Das scheiß Karten immer. Plasmapistole, Arsenal der Waffenschieber. Oh, die macht einen guten Schaden, aber ist es mir das wert? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es mir das nicht wert. Stimpack. Die kaufe ich alle. Und schon schulden wir ihr wieder Geld. Jetzt haben wir fast gar nichts verdient, aber wir waren auch noch nicht ganz fertig, ne? War fast fertig. Granatengewehr haben wir ja schon, ne? Das Söldner Granatengewehr können wir ihr verkaufen. Kriegsgeld kann weg, Wein kann weg, Whisky kann weg, Wodka kann weg, Machete kann weg. Wurfspeer benutze ich eigentlich auch nie, kann alle weg. Verwitterte 10mm Pistole kann auch weg. So, jetzt haben wir gut Kohle gemacht. Und Stufenaufstieg, sehr, sehr geil. Gut. Ah,
So. Erstmal auf Schusswaffen. Das hätte ich ganz gern auch mittlerweile mal auf 30. So, jetzt haben wir auch nur noch 4 über. Überleben auf 30. Und den Rest stecken wir in Medizin. So. Jetzt haben wir wieder die Qual der Wahl. Eingefleischter Junggeselle. Ja, das war das mit diesen Dialog, einzigartigen Dialogoptionen auch bei Männern. Intensives Training. Das ist eins unserer Special-Attribute um 1 erhöhen. Schneller nachladen, gebildet. Oh ja, das nehmen wir auf jeden Fall, weil damit erhalten wir zusätzliche Fertigkeitspunkte bei jedem Aufstieg. Ist immer schlau, sowas direkt am Anfang zu machen. Macht halt am meisten Sinn, ne? So, jetzt porten wir uns kurz noch zur nach Prim zurück. Zu Lieutenant Hayes. Und werden die andere Mission noch abschließen. Und dann soll es das für dieses Video auch wieder gewesen sein. Schon wieder 52 Minuten. Na, kriegen wir die Mine ohne zu sterben? Ach Gott, das kann doch nicht wahr sein. Wie dumm kann man denn sein? Jetzt sind wir wieder verkrüppelt. Ich glaube, es gibt auch noch ein extra, eine Fertigkeit oder Fähigkeit, die man sich aussuchen kann, die dafür sorgt, dass man näher an Minen und Fallen und sowas ran kann, ohne dass sie auslösen sofort. Hallo. Ja. Ja. Ich habe Truppen organisiert. Ja, davon habe ich gerade gehört. Ein Trupp Ranger ist in Bereitschaft. Sergeant McGee wird die Rolle des Sheriffs übernehmen. Sehr gut. Die Ranger, die seiner Hilfs-Sheriffs. Diese Stadt wird RNK-Gebiet. Das bedeutet, dass die Einwohner geschützt werden, aber sich auch als RNK-Bürger registrieren und entsprechende Steuern entrichten müssen. Ja, das war ja klar. Aber mach mal. Hauptsache, ich habe die Aufgabe erledigt. So. Haben wir noch irgendwas auf dem Schirm? Was wir gerade nicht auf dem Schirm haben. die Gefangenen retten. Ja, das kommt nachher auf dem Weg über die Gräueltaten der Legion berichten. Haben wir doch gemacht, oder nicht? Wo sollen wir denn da hin? Warte mal. Hä? Das hatten wir doch gemacht, oder nicht? Nun gut, dann eben nochmal schnell dahin. Dann haben wir die Mission auch abgeschlossen. Also wir haben mit Ghost gesprochen. Kann natürlich sein, dass wir mit den... ja, wobei, wir haben Ghost nicht alles erzählt. Kann das sein? Quatschen Sie nochmal an. Danke für die Hilfe. Wäre schön, wenn die anderen hier so motiviert wären. Danke für die Hilfe. Nee, können wäre wir nicht. Wäre schön, wenn die anderen hier so motiviert wären. Wem sollen wir das denn erzählen? Dem Chef vielleicht, ne? Der Chef ist in einem anderen Gebäude, ne? So, wo ist er? Oder sollen wir es ihm erzählen? Sie haben schon viel gut. Ich habe Sachen, die reparieren. Nee. Auf wieder. Ihm kann ich es nicht erzählen. Hey. Ich weiß die Hilfe zu schätzen. Passen Sie. Verstehe ich nicht. Irgendwem sollen wir es erzählen, aber ich weiß nicht wem.
Ich glaube, wir hätten es Ghost erzählen müssen, aber wir können Ghost nichts mehr erzählen, also keine Ahnung. Gut, alles klar, Leute. Ja, fast eine Stunde, wie immer eigentlich. Das soll es erstmal gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gern eine positive Bewertung für das Video da. Und falls ihr meinen Kanal bislang noch nicht abonniert habt, immer noch nicht, dann könnt ihr das natürlich jederzeit gern kostenfrei erledigen. Besser jetzt als später. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin bin ich erstmal raus. Euer Fatso.